Hey und herzlich willkommen bei For Independent. Heute zeige ich euch, wie ich heute gibt es ein Tutorial, wie ich mein Intro gemacht habe. Also so Anfänger-Intro ist das. Hier das da. So sieht's aus. Jo, das war's. Das ist jetzt für die, wo die mein Intro haben möchten und sich noch nicht so gut auskennen mit den ganzen Programmen und so. Ja. Ich habe hier jetzt schon was vorbereitet, ein kleines Set. Hier, so sieht es aus. Gerendert sieht es so aus. Ja, okay, dauert gerade kurz. Jetzt rendere ich mal schnell. Ja, machen wir so gescheit hin, dass man es auch schön sieht. So, ist ja nur normal. Also so sieht es aus mit Licht und so. Bei dem Licht kommt dann das Text hin, dann gibt es einen schönen Schatten. Und ja, dann fangen wir an. Also wir gehen hier oben, hier drauf, gedrückt halten und gehen hier auf den Text. So, hier können wir unseren Text eingeben. So, ich gebe jetzt meinen YouTube-Namen ein. Ja, hier ist er. Aber jetzt ist so ein Pfad, so ein Pfad halt. Und dass es ein Objekt wird, können wir hier gedrückt halten und ein Extrude Nurbs, oder wie man es auch ausspricht, erstellen. Und den Text einfach da drauf ziehen, damit der Pfeil nach unten und zum Cache kommt. So, schauen wir uns mal hier. Er sieht aber noch nichts Besonderes aus, sieht irgendwie langweilig aus, keine Ahnung. So, damit er ein bisschen interessanter wird, gehen wir auf das Extrude Nurbs, können hier das zuklappen, gehen hier auf Deckfläche und gehen hier, hier drauf und Deckfläche und Rundung. Hier auf Startradius können wir ein bisschen aufschrauben. Vielleicht ein bisschen nicht so, das war jetzt ein bisschen zu viel. Und schauen wir mal, ja, und gehen wir nochmal schnell in den Text, hier aufklappen, in den Text und könnten vielleicht, was können wir machen? Upsi. Ah, verdammt. Ja, die Scheißmeldung, wie das geht mir auf Keks. So. Was ist jetzt da los? Das gefällt mir gar nicht. Ich zieh's mal schnell raus. So, geh auf meinen Text. Und, ach, scheiße. So. Jetzt geh auf meinen Extrude-Nabs. Ach, ich bin doch ein Idiot. Ja. Also wir sind jetzt auf den Extrude Nurbs, gehen hier auf Objekt und gehen da hier auf in den Plus Teil und ziehen das uns zurecht, wie wir das haben wollen. So, jetzt ziehe ich es mal schon nach oben, ein bisschen nach vorne. Ups. So, ein bisschen nach vorne, jetzt rendere ich mal schnell, wie es aussieht. Ja, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel von der Deckfläche und runter. Ich schraube das jetzt auch noch ein bisschen runter. 5, 6 meine ich. Ja, machen wir 7. Ne, nehmen wir 8. Und hier nehmen wir 1. Ja, so gefällt mir das. So. Jetzt Adler, schauen wir, dass das schön auf dem Boden liegt. Jetzt ist, schwebt schon in der Luft. Und ja, hier klicken wir jetzt hier drauf und gehen einfach mal Ansicht rechts.
Oh, hier sehen wir schon. Ist ein bisschen weit hinten. Ich möchte das nicht so weit hinten haben. Und schön genau hier auf der Linie. Können wir ein bisschen ranzoomen. Hier können wir nach unten steuern, hin und her. Und drehen halt. Und unser, nicht unser Objekt, sondern unsere Sichtgrad. Wenn ihr das Objekt drehen wollt, sind hier oben die Werkzeuge. Oder hier Werkzeuge drehen, skalieren, bla bla bla. Ja, so, jetzt liegt es perfekt drauf. Unser Text. Das ändern wir mal. Dann sieht man, Boden ist schön. Hier einen Schatten, gibt es uns einen schönen Schatten. Hier, was war das für ein Deutsch? Hier in der am Studio gibt es einen schönen Schatten. Jetzt hat Gott. So, ziehen wir den Text noch schön ins Licht. So, keiner nochmal. Jo, gefällt mir das. Jetzt können wir unserem Text Material geben. Hier könnt ihr einfach auf Datei, neues Material, Steuerung N geht auch oder einfach Doppelklick hier drauf. So, aber ich habe jetzt schon eins gemacht. Vom Test her halt vorher. Hier einfach so ein Dunkelgrau genommen und den Glanz drin gelassen und ziehe es jetzt mir einfach hier auf den Text und mein Studio habe ich weiß gefärbt. Kannst auch rot oder pink, keine Ahnung, färben. Das ist eure Sache, wie ihr das machen wollt. So, jetzt haben wir das mal das Grobe. Jetzt machen wir uns gleich mal zur Animation. Ja, das ist nicht schwer. Wir halten hier gedrückt, gehen auf Kamera, ja, gehen hier auf Kameras, 10 Kamera, dass er angewählt ist, hier unten gehen wir auf 0 und gehen hier in den mittleren Button, so, obwohl, nochmal schnell draufklicken, weil wir zoomen jetzt erstmal hin, dass unser Anfangsbuchstabe aktiviert ist, aktiviert, ja, ich glaube, der Boden ist ein Scheißkart. So näher hin, so ungefähr rende ich mal schnell. Ja, dass sie jetzt so vorbeizieht, zurückgeht und wieder vorgeht. Ja, also wir drücken hier drauf. Gehen, keine Ahnung, mal. Bis zum 50. Und dann soll es vorbei sein, also gehen wir hier auf das Verschieben-Werkzeug und ziehen es einfach so hier rüber, unsere Kamera. So, können wir uns gleich mal anschauen, so geht, sieht es dann aus. Ist jetzt ein bisschen verlangsamt, weil das dann besser zu bearbeiten ist. So, jetzt wollen wir rauszoomen, gehen wir, keine Ahnung, nochmal, gehen wir es auf 60 oder so oder auf 80, können wir auch machen, gehen wir auf 80. Und zoomen raus. So rauszoomen, bisschen so in die Mitte. Noch ein bisschen ins Gegen. So zieht mir hier schön. So geht es und schön. 80, jetzt sind wir draußen. Und jetzt wollen wir wieder reinzoomen. Das gehen wir ab Frame 100. Von mir aus. So, gehen hier drauf und ziehen es einfach nach rechts. So durch. So, jetzt kann man wieder draufklicken, dass sie keine aktiv, ja, keine Ahnung, dass die Kamera nicht mehr aktiv ist. So, jetzt blähe ich mal ab. So, ja, der Schluss geht relativ schnell. Und ja, ich zeige euch noch, wie man es rendert. Ja, ihr geht hier auf diesen Button, geht auf Ausgaben, hier stellt Film und Video und geht hier auf HDV, HTV 720, 25 Frames. Höhe und Breite sind Breite und Höhe, nämlich die YouTube Maße, also 1280x720 Pixel. Auflösung 72 reicht. Hier alle Bilder drauf, von 0 bis aktiv, bis wohin mir das Video geht halt.
habe ich jetzt einfach mal grob 140 gemacht, das kann man dann zurechtschneiden. Ausgabepunkt müsst ihr halt schauen, wo ihr speichern wollt. Dann hier auf AIV-Film oder QuickTime oder keine Ahnung, also irgendein Film halt. Ja, hier können wir schon lassen, dann gehen wir auf Anti-Aliasing oder wie es auch ausgesprochen wird. Und hier gehen wir auf noch von Standard auf Animation und dann war's das. Dann könnt ihr hier mitten reinklicken, dann rendert euch das durch. Aber ich brauche das ja nicht, das ist jetzt ein Tutorial für euch. Und ja, bei Fragen schreibt in die Kommentare. Und jo, also man sieht sich, haut rein, tschaußen.